Grüße Gott, Herr Kompott. Und somit sind wir wieder da bei Resident Evil 2. Wie gesagt, ich war kurz draußen, hab die Lage gecheckt, hab sie sogar absichtlich aufgeweckt und hab gesagt: Ey, ich bin aufgewacht, was soll ich denn jetzt machen? Nee, natürlich nicht, das habe ich nicht gesagt. Ich bin raus, ich müsste eigentlich zur Apotheke. Sie hat gemeint, ich brauche nicht, weil ich hab noch die Medikamente zu Hause. Und hat mich halt gefragt, wann ich aufgewacht bin. Eigentlich bin ich ja um 4:30 aufgewacht. Ne, 5:30. Ich habe aber 6:30 gesagt. Einfach aus dem Grund, da das im Bereich des Normalen liegt, also die Uhrzeit. Und deswegen, ne? Da hat sie gesagt, ah, okay, gute Uhrzeit, ne? Und so. So leicht kann man sich durchtricksen. Ich bin so ein Schwein. Okay, gut. Dann gehen wir mal raus. Wieder. Das ist eigentlich nur quasi, um eine Cutscene auszulösen, indem wir jetzt hier rausgehen wieder. Jetzt tritt eine Cutscene auf. Sollte eine Cutscene auf. Ja. So, jetzt geht sie da quasi durch. Ich habe jetzt direkt übersprungen. Wir steuern kurz Ada. Nicht lang. Wir holen nur ein paar Dinge. Ach Mensch. What the fuck? Wie schnell schießt die denn, ey? Leon, guck, da müsstest du mal eine Scheibe abschneiden. What the fuck? Lolle. Viel Munition hat die. Wow. Ey, die schießt richtig. Also, der hat noch gelebt. Weg damit. So. Also, unglaublich, wie schnell die ballert, ey. Boah, das ist richtig Hammer. So, kurz mit dem Aufzug runter. So. Schrotmunition für Leon. Was gibt's noch? Sonst nichts. Ich habe auch direkt Bescheid gesagt, dass ich aufnehme. Das heißt, wir können uns jetzt ganz gemütlich ohne... Moment. Okay. Nee, sie wird jetzt nicht absichtlich reinkommen. Sie weiß ja Bescheid, dass ich aufnehme. Okay, von daher. Ja, ja, ich hasse das nämlich, wenn ich gestört werde. Beim Aufnehmen. Ich hasse sowas. Ich kann das nicht leiden. Ich sag natürlich immer Bescheid, aber man kann ja nie wissen. Aber im Großen und Ganzen kann ich sowas überhaupt nicht leiden. Wenn dann irgendjemand reinkommt und quasi in die Aufnahme reinquatscht. Ich bin ja generell, ich bin jetzt nicht hier nicht professionell und so beim Aufnehmen, aber sowas muss echt nicht sein. Sowas mag ich nicht. Wobei es mich bei anderen Let's Playern wiederum überhaupt nicht stört, ich sogar lustig finde, wenn da, wenn mal jemand reinkommt und so irgendwelche Dinge fragt und dieser jemand, der aufnimmt, so ganz locker antwortet, ja, ja, und das und das, und dann gar nicht auf das Thema genauer eingeht und man sich quasi so die eigenen Gedanken machen muss, was da gerade jetzt abgegangen ist, ne? Kennt man am meisten von Blond Cutty, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die sollte aber nicht so unbekannt sein. Von ihr kennt man das am stärksten, da kommen manchmal einfach Leute rein und so, ne, aber naja. Ah, der wunderbare Kreuzschlüssel. Ich glaube, da war sogar eine Karte, aber wer braucht schon eine Karte in Resident Evil? Den alten braucht er die ganz sicher nicht. So, das war's auch schon wieder mit Ada. Jetzt bringen wir nur noch schnell die Sachen hin und das war's. Die läuft schnell, die schießt schnell, die ist einfach unglaublich. Ich finde schade, dass man keinen Teil so richtig mit ihr spielt. So, das kann man wieder überspringen. Sie schießt ihm quasi nur die Sachen, die wir gerade gefunden haben, rüber. Und das war's auch schon wieder. So. Und wir machen direkt weiter. Moment, ich werde mal kurz nachladen. Wir brauchen jetzt eigentlich eh die Schrotflinte. Jetzt kommen sowieso böse Monster, da bin ich mir ziemlich sicher. Da unten haben wir jetzt wieder die typischen Spinnen, die brauchen wir natürlich gar nicht. Ja, 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 ist ja gut.
So. Dann hier raus. Jetzt bin ich, glaube ich, stirbt Ben auch. Und das kann man jetzt nicht mehr Spoiler nennen, weil das sowieso Szenarien sind, die wir schon selbst gespielt haben hier auf dem Kanal, ne? Ne, er stirbt noch gar nicht, dann stirbt er später. Ich höre Hunde. Oh Leute! Der war ja vor mir. Ich glaube, hier müssen wir hier nochmal durch. Ich glaube nicht. Doch, eigentlich schon. Aber ist jetzt scheißegal. Ich höre gar nichts. Hä? Hier sind keine Gegner? Seit wann? Okay, hier können wir jetzt einen Schlüssel verwenden. Hier bekommen wir jetzt die Karte für die Waffenkammer. Scheiße, habe ich eine geile Reflexe. Meine Güte. Wow, also manchmal bin ich überrascht von mir und dann wieder nicht. So. Hier haben wir die Umbrella Karte. Unglaublich. Aber die sind mir sogar manchmal lieber als die Zombies, weil ich hasse das voll, die Karte da zu holen und dann stehen alle Zombies auf und das ist ekelhaft. So. Wir haben, was haben wir uns mit Claire genommen? Ich glaube, das Maschinengewehr, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Was liegt denn da Schönes? Oh mein Gott, Magnum-Munition. Scheiße, wir haben keinen Platz mehr. Gucken wir mal, was haben wir genommen? Ne, wir haben die Tasche genommen. Alles klar. Das Maschinengewehr holen wir uns noch auf jeden Fall. Aber jetzt vorerst mal nicht. Wir haben ja nicht den Platz, wie ihr seht, ne? Wir gehen jetzt erstmal gemütlich die restliche Kacke aufsperren. Naja, aber wie gesagt, meine Mutter könnte trotzdem irgendwann nicht mehr reinkommen. Die beachtet das nicht so wirklich, wenn da jemand aufnimmt, ist ihr kackegal. Also da kommt sie trotzdem rein und fragt dann manchmal Dinge. Also nicht wundern, wenn ich mal auf einmal so ungefähr so klinge. Nämlich gar nichts, ne? Also, hast du verstanden, ne? Oh, wieder Magnum-Munition. Oh mein Gott, ey, wir sind richtig geil drauf heute. Ja, das ist da das Tagebuch von Wachmann. Das habe ich euch im allerersten Szenario in Deutsch vorgelesen. Ach Mensch, ja genau. Nee, das mache ich in einem Infovideo. Das bringt jetzt hier nichts zu erwähnen. Lalala. Geräuschschlüssel. Ach ja, Mensch. Wir können ja jetzt die grüne Tür noch aufsperren. Und ich glaube, wir laufen sogar in Richtung Kiste. Nee, laufen wir nicht. Oder doch? Nö. Nö, aber trotzdem können wir dahin. Weil jetzt ein Platz frei wird, wenn wir nämlich den Schlüssel einsetzen. Ah ja, aber irgendwie kommt mir das komisch vor. Läuft der schneller als auf der PS-Version? Egal, ist ja nicht schlimm. So. Es läuft ja flüssig wie sonst was. Flüssig wie Wasser, ey. So. Hier müssen wir jetzt noch die typischen... Das weiß der Bescheid, da müssen wir... anzünden. Und jetzt müssen wir, glaube ich, es war so. Ich glaube, so war's. Und jetzt das letzte oben. Tatsache. Oh, jetzt hat er sich erschienen. Oh mein Gott. Heb das auf, Leon. Wir kacken auf den. Oh mein Gott. Boah, Leute, ich habe mich so erschreckt. Das ist voll der
Oh mein! Okay, er geht jetzt schneller als sonst, der ist sauer. Leute. Okay, Schnitt. Wir sehen uns dann wieder an dieser Stelle.